Am Tag der Architektur 2014 präsentierten sich hochwertige Bauwerke unter dem Motto Architektur bewegt. Der Dichte Bau TV hat sich ebenfalls in Bewegung gesetzt und mit der Skycam herausragende Objekte besucht. Hier präsentiert sich die Europäische Südsternwarte, das ESO-Headquarter in Garching. Das futuristisch anmutende Neubauensemble stammt aus der Feder der Münchner Architekten Auer Weber. Die elegant mit einer Fassade aus Stahl und Glas gestaltete Erweiterung besteht aus einem aus drei Kreisen organisch zusammengesetzten Büro- und Konferenzgebäude sowie einem freistehenden kreisförmigen Technikgebäude. Ein wichtiger Aspekt bei unserer Planung war die Nachhaltigkeit. Also wir übertreffen hier die geltende Energieeinsparverordnung um 30%. Nicht nur die deutschen Richtlinien mussten bei der Planung berücksichtigt werden. Wesentlich strengere Anforderungen stellte die ESO selbst, die einen Zusammenschluss aus 15 Staaten darstellt. Es ist für uns Architekten natürlich auch immer ein schöner Tag, nachdem man über Jahre geplant hat, das Gebäude fertig ist, jetzt seit gut einem halben Jahr in Betrieb ist, das dann auch mal herzuzeigen und zumindest mal für ein Wochenende den interessierten Mitmenschen zugänglich zu machen. Die rund 5800 Quadratmeter großen Dachflächen waren durch den amöbenförmigen Grundriss eine besondere Herausforderung. Die Abdichtung erfolgte mit hochwertigen Bitumenbahnen. Das harmonische Zusammenspiel von Architekten, Bauherren und Verarbeitern in Verbindung mit dem Einsatz hochwertiger Materialien lässt Architektur entstehen, die Nutzer und Betrachter nachhaltig bewegt.